Und vorm Sport melden wir uns gerne noch mal ganz herzlich willkommen zu Brisant am Samstag. Wir gucken auf diesen Tag. Genua hat sich heute in einer bewegenden Trauerfeier von den Opfern der Brückenkatastrophe verabschiedet. Immer wieder gab es bei dieser Trauerfeier lautes Klatschen, Rufe zu hören, als Zeichen des Dankes an die vielen Helfer und in Erinnerung an die Toten. In diesen Tag mischte sich aber auch Kritik. Und dann wollen wir jetzt an einen Großen erinnern. Mit ihm haben sich alle gern gezeigt. Sie haben es in den Nachrichten sicherlich schon gehört. Kofi Annan ist gestorben. Ein Mann, der ein riesiges politisches Werk hinterlässt. Der Botschafter des Friedens war und zwischen den Welten vermitteln konnte. Und mit dem sich Royals wie Showstars gern umgaben. Es wurde so viel über Ex-Radprofi Jan Ullrich in letzter Zeit gesprochen und seinen Entzug. Aber süchtig sein kann eben noch sehr viel mehr sein als Drogen- und Alkoholabhängigkeit. Davon erzählen jetzt ja bei uns in der Sendung mehrere Frauen, die wie Jan Ullrich im Entzug gewesen sind. Aber bei ihnen war es das Essen, das sie einfach nicht mehr in den Griff bekommen haben. Und wir schauen jetzt auf die Promi-Welt heute am Samstag. Vanessa Mai haben wir heute in der Sendung. Die verrät uns, warum sie gerade sehr stark sein muss. Dann gratulieren wir einem ganz Großen des Films. Und Baby-News haben wir auch noch jetzt. Starten wir mit ihr, Vanessa Mai. Die spricht heute sehr offen bei uns über ihr neues, super erfolgreiches Album, über ganz tolle Fans, die sie hat, aber auch die, die eigentlich keiner braucht. Dann ihr erstes Nacktfoto, das sie gemacht hat und warum es darum völlig unnötig, wie sie sagt, so viel Ärger gegeben hat. Und dann haben wir noch, da ist er nämlich, ihren Lieblingshund, der ungeplant plötzlich den Dreh zu ihrem neuen Video aufgemischt hat. Da kommen die zwei. Na gut, dass wir da einiges mal klargestellt haben. Wen haben wir noch? Roman Polanski, der hat nämlich Geburtstag heute. Der Mann, dem wir Filme verdanken wie Gott des Gemetzels oder auch Tanz der Vampire und viele, viele andere. Aber das Lebenswerk dieses Mannes, das kann man eigentlich nur ehren, wenn man eben auch darüber spricht, was alles so war. Und da gab es klar sehr viele Höhen, aber auch Tiefen. Das wäre allerdings mal spannend. Baby News hätten wir heute auch noch von einem, über den wir uns in diesem Jahr schon mal sehr gefreut haben. Apropos Freude und gute Laune, machen wir doch noch ein bisschen Musik. Der britische Sänger James Blunt, die singende Heulboje, hat mal über ihn jemand gesagt. Warum nur? Den haben wir jetzt. Hören wir mal rein kurz. Und dieser James Blunt, der hat gestern bei Bochum gespielt und hatte die Herzen der Zuhörer sofort auf seiner Seite. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Also er habe ja schon überall auf der Welt gespielt. Er war in China, er war in den USA, er hat in Argentinien gesungen. Aber das sei ja alles nur Vorbereitung gewesen. Und wofür? Für das große Konzert in Bochum, ja. Guter Typ. Der Mann hat nicht nur Stimme, sondern auch sehr viel Humor. Insofern hatte das Publikum da gestern eine Menge Spaß. Ja, das klang doch nach einem begeisterten Publikum. Und ein Versprechen gab es ja auch noch, der kommt wieder nach Deutschland. Das klang so an. Wie geht's hier weiter? Hier gibt es jetzt Nachrichten. Die Kollegen der Tagesschau warten schon. Und danach kommt dann die Sportschau, der DFB-Pokal. Und wir melden uns sehr gern Montag wieder. Dann begleitet sie Camilla durch die nächste Woche. Schönes Wochenende von mir. Tschüss.